So. Heute ist einiges, habe ich einiges vor. Wo sind meine Oberteile? Ach da. Hä? Muss ich nicht verstehen. Was sehe ich denn heute an? So. Schuhe. Kann auch mal den Schmuck wechseln. Ich habe noch nicht so viel. Ach, ich nehme die mal heute. Nein, der bleibt da. Da, Rucksack. So. Also, Kette noch wechseln. So, Silber. Ach, toll. Ist ja die gleiche. Na toll. Ich hätte mal auf die Farbe gucken sollen. Egal. So, Essen, MS, 7.8. Nee, da war nichts. Thermometer, sagt 30 Grad. Ui, okay, heißt nachher kurze Hose anziehen. So, heute einiges Organisatorisches, auf jeden Fall. MD auf jeden Fall. Das dann will ich noch die Lieferung von vom Dings abwarten. Von Nördle Soltam Stelle. Hoffentlich ist der ist das fertig. Mal schauen, wer heute kommt. Aber ob ich heute alleine im Dienst bin? Oh weh, das wär's. Der eine wollte ja noch einen Motorradführerschein machen. Gucken wir. Der Raven Spider. Nicht. Muss ich nur zur Reparatur bringen. In dem Rasse.
blöden Iltis. Ja, es raxelt. Es klappert. Ja. Ich muss nachher noch mit dem Auto. Okay, dann wollen wir mal. So. Die brauche ich auch. Die Powerbank packe ich gleich noch zurück. So, die ziehe ich an. Ja, das brauche ich. Ist denn das? Ist denn? Da ist es. Und dann ziehe ich die Schuhe an. So, erstmal die Hose. Und jetzt die Schuhe. Mal das Oberteil wechseln. So, und noch den Ausweis. Perfekt. Okay. So, SIM-Karte rein. Die beiden wieder rein. So. Super. Na, jetzt aber. Anmelden. So. Status 1. Bin um 18:30 da. Ja. Huch, jetzt habe ich was falsch gemacht. Hoppala. Das wird so, das wird grün. Habe ich was falsch gemacht. Hoppala.
Und das ist rosa, ja. Ach Gott, einmal nicht nachgedacht, schon ist die ganze Tabelle im Wirsch. Aber das ist ja sowieso bald Geschichte. So. So? So passt. Gut. Jetzt mal gucken, was auf Leogramm los ist. So, Leogramm. Erstmal Leogramm checken. So. Erstens, welche Produkte werden von Unternehmen oder was hier wird? Zweitens, welche Produkte finden wir an einem Einkaufsschild? Aha. Sehr schön, das hat schon geöffnet. Okay, wir hatten ja schön. Wie auch immer die anderen die Schranken an den Checkpoint zugemacht bekommen, mal Hobbys, du Kind. Ja, finde ich gut. Wie sieht diese bei Karl? Aha. Autofix. Möchten Sie sich auf mich schon vor fixieren? Ihre neue Werkstatt ist vertrauensvoller Fahrzeugtyp und sagt, unsere mit kräftigen Orangeton. So, direkt gegenüber die Mauer und Tage werden wir auch für Juni blockieren und so für. Aha. Interessant. Benny's. Jetzt wieder Möbli, die Hausbar Globus. Oha. Tolle Globus für Platz für die wenigstens doch. Eigentlich gar nicht so, aber brauchen wir nicht. Okay. Eine Mail habe ich nicht bekommen. Das ist auch gut. Stempelkarten. Ist auch alles top. Gut. Dann würde ich sagen. Versuche ich mal, wenn es so Tankstelle anzurufen. Einen wunderschönen. Du sagst ja von die 24/7. Ein wunderschön. Hier ist Ilva von der DMV. Grüße dich. Hallo Eva. Hi, ich wollte fragen, hast du die Bestellung schon fertig? Bandagen ja, Ausweichhüllen ist ein Problem. Meine Lieferanten, die kommen nicht bei. Ich habe jetzt gerade mit denen gesprochen. Die Ja. machen das jetzt erst fertig, Ist nicht den so wild. Ausweichhüllen. Ist jetzt nicht so schlimm. Das hat auch tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Da musst du dir jetzt keinen Stress machen. Es ist ja so, ist ja sowieso eher eine private, Rechnung für mich als für die DMV. Ja. Ja, also ich wäre bei der DMV, wenn du vorbeikommen willst und die Sachen herbringen willst. Gute Frage. Sollen wir das alles in einen Rutsch machen oder wie schaut das? Was hatte ich jetzt nochmal gesagt? Wollen nur 55 Bandagen und dann die Ausweichhüllen. Ach so, Aber ja, aber wie gut. gesagt, die Ausweishüllen sind ja eher privater Natur. Die bezahle ich ja aus eigener Tasche. Ne? Und die DMV-Bandagen, die kommen ja vom DMV-Konto runter. Also das müssen wir wenn dann schon sowieso getrennt machen. Ich sage mal, ich schreibe das auf Rechnung. Das sind nämlich nur 825 Dollar für die Bandagen. Ach Deswegen so, überweise ich es nicht. Ach so, ja, na, Weißt du, was ich dann muss meine? ich ja, gut, dann muss ich sowieso aus erstmal eigener Tasche bezahlen, aber ich kann es Nein, dann nein, ja nein, nein, vom. nein, nein. Ja? Ich kann das aufschreiben, kein Thema. Und dann machen wir vielleicht beim nächsten Mal oder in einem Monat. Das ist mir völlig egal. Alles gut. Hauptsache, ihr seid versorgt. Ja, nee, bis wir mal wieder dann Bandagen brauchen und so, das dauert ja doch eine Zeit. Gib mir mal einen Moment, vielleicht finde ich ja doch noch irgendwas im Lager, was wir doch noch brauchen können.
Damit wir auf die 2000 kommen, weißt du? Mach dir da keinen Stress. Also wenn du sagst, okay, du lässt die Bandagen vielleicht doch erstmal weg. Alles gut, ich verstehe das. Ein Moment. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Mach doch mal in Ruhe. Hast du auch Kaffeepads da? Aber die kosten jetzt auch nicht alt die Welt. Richtig. Kaffeepads sind, glaube ich, auch nur $3. Ja, scheiße. Papier, braucht ihr Bowbanks, braucht ihr Telefone, SIM-Karten? SIM-Karten haben wir da, Telefone. Ich sag mal so, für einen Ersatz, wenn mal eins kaputt geht. Telefone waren bei 499? Gott, ich kann mich gerade nicht erinnern. 450. 450. Ja, dann stocken wir das einfach bis 2000 auf. Dann haben wir auch ein paar Telefone zu einem Ersatz da. Weil, ich sag mal, vor 2 Wochen oder so, da sind wir überfallen worden. Wir hatten keine Telefone. Und uns wurde alles geklaut. Oh nein. Mhm. Braucht ihr dann vielleicht auch noch Seile und Stoffsäcke, um die, ich sage mal, Angreifer zu überwältigen? Ich glaube, das geht so schnell. Ich glaube, so schnell kriegen wir unsere Entfesselungskünste auch nicht hin, dass wir die dann fesseln können. Ja, gut. Scheiße. Das ist ein bisschen blöd. Nee, dann bleiben wir bei den 55 Bandagen und dann 450, das sind 900, 3 Handys, dann sind wir, glaube ich, bei über 2000. Richtig? Nee, oder? Warte. Richtig. Doch. Ja, doch. Ja, dann pack noch 3 Handys drauf und dann haben wir es doch. Wenn das okay ist. Also, ja, ja, das natürlich. Ist zu verkaufen. Ansonsten, ich kann das wirklich aufschreiben und dann beim nächsten Mal zum Beispiel. Ja, ich weiß. Selbst wenn das in 3 Monaten ist, das ist kein Thema. Ja, ich weiß, nur ich habe das ungern, dass ich irgendwie was auf dem, wie nennt man das, auf dem Bierdeckel hat oder so. So auf den Deckel schreiben, das mag ich nicht. Ich bezahle das lieber komplett für die DMV fertig und dann haben wir auch ein paar Telefone hier und müssen uns da jetzt nicht die Sorgen machen. Ne? Okay. Wie du willst. Ja. Charles, du bist Kundin. Machen wir dann so. Perfekt, okay. Super, dann ich mache mich gleich auf Epic und ich sage mal 10 Minuten bin ich dann unten bei dir. Perfekt, alles klar. Super, Eva. Lieben Dank. Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Tschüss, das wird dann hier. So, dann haben wir das wenigstens auch. Haben wir mal ein paar Telefone da, wenn mal wirklich eins abkackt oder so ist. Ja. Nur mal sicher gehen. Aber apropos Kaffee. So. Ich muss mal nachher mal auch anrufen, ob beim MD jemand da ist. Ob der Herr Schäfer da ist. War das Schäfer? Ich glaube, das war Schäfer, der die Logistik hatte. Ja, doch. Fünf, 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 neun, eins, zwei. Opala, nee. 009. Ah. Okay. Das ist nur ein Freizeichen. Tutet nicht, der ist noch am Pen. Alles klar. Dann haben wir das. Gucke ich mich nochmal auf dem Handy mit meinem Konto ein. So. Zack.
Was kann ich noch machen? Schon wieder Gehalt gekriegt. 250.000, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Die Wäscheliste, das stimmt soweit. Guck ich gerade mal, was so zack. Ba-ba-da-ba-da. Das ist soweit dann alles hier schon mal schick. Alex, wenn du nicht gekündigt werden willst, dann komm lieber in den Dienst mal. Es ist ja nicht möglich hier. Unglaublich. Nicht sich einfach nicht mehr zu melden. So, zack. Ah, die App, neue App hat sich geöffnet. Perfekt. Super. Sieht schon besser aus. Und die Straßen haben sogar Namen. Perfekt, noch besser. Jetzt kann ich sogar nachverfolgen, wo das Haus war, das wir besuchten. Das ist das Haus, was wir gesagt hatten. Aber wir hatten ja, Moment, wo ist das Haus Mo Milton, wo das da. Was ist das? Ich glaube ja. Das da. Jetzt müssen wir Milton Drive 16 und wie war das? Das Haus. Das kann man ja auch alles wunderbar einsehen. Perfekt eigentlich. Es war das da. Das da. Und ich kann, glaube ich, besser sogar einsehen. Ja. Die Stoppsachen sind nicht drauf. Das ist aber auch gut. Dutch London Street. Wusste ich gar nicht, dass die so heißt. Empire Way, aha. Aber hier sieht man sogar die LKWs. Das ist ja süß. Okay. Ja, hier. Motorradtheorie. Motorradschule. Was ist das denn? Das ist dieses. Ach, jetzt weiß ich. Na ja.
Danielo! Hallo! Frag dich bitte nicht, was mit meinen Haaren los ist. Ich habe meinen Zopf aufgemacht und das kam dabei raus. So ein Scheiße. Guck mal. Ja. Eine Frau hat mir hinten geflocht in die Haare. Also ein bisschen. Schön, oh schön. Also, das ist doch. Warum? Ja, das ist doch schön. Also doch, steht hier irgendwie. Ah, meinst du wirklich? Ein bisschen. Jana Häuptling, Russisch John, oder wie? Also kann doch nicht. Ja, Gott, kannst du nicht machen, bitte nicht. Naja. Ah, was willst du machen, wenn die Haare einfach wachsen? Ah, gar nichts. Und bei dir, wie geht es dir? Sehr gut, sehr gut. Und dir? Bei mich, alles super. Das ist schön. Ja, im Moment, wie gesagt, viel Stress machen, tun und Lieferanten haben keine Zeit, keine Ahnung, sind nicht erreichbar. Das ist so ein Problem. Ich habe schon gelesen, dass du da auch nachfragst, was du mehr in dein Angebot reintun willst, in dein Sortiment. Oder hast du eine Idee für mich? Gute Frage. Du hast ja fast alles dabei, also eigentlich fast alles, ne? Jede mögliche Art von Taschenmotiven. Im Taschenladen. Oh, was mir einfällt, das ist ein Problem. Blumensträuße. Blumensträuße? Wieso sind denn die Problem? Naja, schöne Damen verdienen Blumensträuße. Ja, da hast du schon recht. Über Bauernhof nachfragen, aber das ist immer so ein Problem. Dann komme ich nicht auf die 2000, dann wollen die mir die erst nicht liefern. Ja. Das ist immer blöd. Rein theoretisch, was würdest du dann alles von den Bauernhöfen bekommen? So. Wasser? Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das angeht. Also, soweit ich weiß, Tabak, Kaffeepads. Ah. Also, so Heuschrecken, Wurm, Made, so zum Angeln. Aber die nehmen das meistens selber, weil sie die Fische ja gut exportieren können. Mhm. Ja, oder sie bieten sie halt Neulingen an, um sie dann für die Fische dann wieder zu haben. Das richtig. Ist so ein Kreislauf, ja, ja. Genau, deswegen falle ich da auch raus. Und ansonsten nur Rose und Blumenstrauß, glaube ich. Mhm. Das ist ein bisschen knapp. Ist nicht so viel eigentlich. Glaube ich, schade. Ja. Ja. Na, blöd. Na ja, gut, muss ich mal gucken. Hm. Aber du hast das so angesprochen, deswegen dachte ich mir, vielleicht hast du eine Idee für mich. Nee, aktuell gerade nicht so. Boah. Wie schaut das denn bei euch eigentlich aus? Wie ist euer Papierverbrauch? Nicht so hoch und wir bekommen eher Papierbögen. Also wir bekommen einen ganzen Stapel an Papier verpackt schon. Und das kriegen wir von den Holzverarbeitern. Ja, genau. Ja. Und wir müssen da ja immer noch unser Wasserzeichen drauf tun. Daher die Papierbögen. Also das ist komplett blanko weiß und dann bringen wir das zum MD und lassen es dort mit einem Wasserzeichen noch versehen. Und dann können wir es verwenden. Okay, ja. Also ähnlich wie bei mir, nur ohne Wasserzeichen. Ja, genau. Okay. Ja gut. Das mich eigentlich dazu. Ich müsste eigentlich mal zum MD wieder hin und was Sachen auspacken. Was ich dafür immer dann hin muss. Ja, du, ich wusste gar nicht, dass das über Behörde, also dass ihr so zusammenarbeitet und so weiter. Ja, also was heißt zusammenarbeiten, dass ihr quasi das da machen müsst? Ja, PD muss da auch hin für ihre Sachen. Weil wir kriegen ja von den Firmen Funkgeräte auch. Und die sind auch verpackt, dann müssen wir erst hin und die auspacken lassen. Und das ist genauso mit dem, sehr schnell. Ja, mit den Papierbögen. Also, was direkt Behörden. Auch Dienstausweise. Die werden bei uns auch verpackt. Also, die kriegen wir auch vom Schmuckhändler, aber die sind verpackt, müssen wir auch auspacken lassen. Das ist so, ja. Also, was direkt für die Behörde ist, das wird. Ja, immer verpackt, abgegeben. Woher kriegt ihr eure Funkgeräte, frage ich mich. Hm? Von der Firma hier, Omen Paleto. Die fertigen sie für uns an. Diese, wie heißt es? Rainbow? Nee, R&R, glaube ich. Ah.
Ja, aber die sind verpackt, solange können wir die nicht benutzen. Das ist kein Problem. Vielleicht kann ich das ja auch für euch entpacken. Das geht nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung, wieso MD, aber die haben da dann spezielle Messer oder sowas, anstatt mal jetzt einfach uns hier einen Cutter zu geben, dann mache ich das selber auf. Ist mir doch egal. Würde ich mir auch denken, ne? Ja, aber egal. Wenn das so vorgeschrieben ist, dann muss das halt so sein. Was passiert denn eigentlich, wenn mal ein Funkgerät abhanden kommt und ich das zufällig finde? Am besten dann ihn zum PD bringen. Und was wenn ich? Dann würde es unter dem Strafgesetz fallen. Besitz verbotener Gegenstände. Keine Idee. Ist das so? Aber dann höre ich doch keinen Funk ab. Aber kann ich ja nicht. Ja, oder? Wenn dich da das PD damit erwischt, kann sie dich dadurch bestrafen. Das ist im Gesetz so festgehalten. Das war mir nicht klar. Also das wusste ich nicht. Ja. Steht so im Gesetz, dass ich glaube, der letzte Paragraph vom Strafgesetzbuch oder so. Besitz. Moment. Oh Gott, das ist irgendwie so, ja. Ganz komisch formuliert. Illegale Gegenstände. Der Besitz eines Funkgeräts ist strafbar. Paragraph 45. Tatsächlich. Ah, okay. Also selbst wenn wir damit jetzt im Privaten rumlaufen würden, würden wir uns auch strafbar machen. Wieso ist das nur für uns im Dienst erlaubt? Ah, okay. Also wirklich nur für Behörden. Nur für Behörden, ganz genau. Siehst du, du sitzt an der Quelle. Ja, ich darf es aber nicht weitergeben. Würde ich mich ja der Korruption strafbar machen. Na gut, das stimmt. Natürlich. Also, das habe ich ja auch nicht gemeint. Nein, um Gottes Willen. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Was passiert, wenn? Dafür bin ich, noch zu frisch hier in der Stadt. Ja, das ist halt so. Uns wurden vor 2 Wochen tatsächlich die Funkgeräte geklaut. Einfach so, wir waren in Paleto, meine Kollegin und Kollege von mir. Wollten einfach nur ein bisschen für den Dienst einkaufen und auf einmal so, ja, Händchen hoch, das ist ein Überfall. Nee. Ja. Haben sie wirklich gemacht? Warum? Oh, Scheiß. Ja, und die haben nicht mit uns gesprochen, gar nichts, einfach so. Die wollten nur an unsere Funkgeräte. Und dann klauen sie unser Praktikant damals, der hatte kein Funkgerät, dem haben sie nur 2 Zigaretten geklaut. Bella und mir, Telefon, Tablet, Funkgerät, alles weg. Wirklich? Ach, ja. Komm, warum? Das ist blöd. Ja, sie wollten anscheinend nur an die Funkgeräte. Es gibt Idioten wirklich, oh Mann. Die haben halt gesehen, die AMV steht da, ne, und unser Dienstwagen stand da. Und die haben sich gedacht, ach komm, die AMV, die können sich doch eh nicht zur Wehr setzen, weil wir haben nichts. Wir sind wehrlos. Und die kann man einfach überfallen. Und das haben sie sich zunutze gemacht. Scheiße, wirklich. Oh. Tja. Das ist blöd. Aber ihr habt doch bestimmt Kurzwahltasten oder vielleicht eine Panic-Button bei eurem Funkgerät. Das ging so schnell. Ich konnte nicht mehr funken. Das war das erste Mal, dass ich überfallen worden bin. Ich stand so verdammt unter Schock. Ich konnte nichts mehr machen. Ich glaube, wenn ich irgendwie eine Hand zu anders bewegt hätte, die hätten mich gleich auf. Die hatten ein Messer dabei. Die hätten mich gleich aufgeschlitzt. Ach du Scheiße. Wirklich, ich kenne die Situation, dieser Schock erstmal. Nicht schön. Nee, war es auch nicht. Ich konnte nicht mehr. Ich war psychisch völlig an dem Abend am Ende. Ich konnte nicht mehr. Aber dir geht es jetzt im Nachhinein. Ja, natürlich. Gut, ich meine, die waren ja nur, sag ich mal, auf unsere Funkgeräte aus. Uns haben sie in Ruhe gelassen. Ne? Die haben nur noch gesagt, ja, wenn wir die Polizei informieren, dann würden sie wissen, wo wir sind. Ich meine, hallo, wir sind eine Behörde. Die würden sowieso wissen, wo wir sind. Und unserem Kollegen haben sie auch noch das Handy und das Tablet dagelassen. Und nur Bella und mir das abgenommen, weißt du? Das ist ein bisschen komisch.
Ja, das hat mich ja auch gewundert. Ihm nehmen sie nur zwei Zigaretten ab und uns klauen sie die gesamten Kommunikationsmittel? Verstehe ich Bisschen, nicht. ja, es war komisch, ich weiß es nicht. Und dann noch uns hinterherrufen, es sei nichts Persönliches. Ja, klar, ich will ja nur die Funkgeräte haben, also. Entweder so oder der Fall, sie kannte den Praktikanten und wussten, wer das ist. Keine Ahnung. Der war relativ neu. Ach so, dann wahrscheinlich hier nicht. Der war relativ neu. Das wäre ein sehr großer Zufall. Ja, das wäre, definitiv. Ja. Das war wirklich ein großer Zufall dann. Aber, ja, keine Ahnung. Eieiei. Ihr habt doch nicht einfach mit eurem Job. Und dann auch so dumme Fahrschüler, die dumme Antworten geben. Ja, das ist unser täglich Brot, ne? Aber das ist bestimmt lustig, jemanden auszulachen, weil er dumme Antwort gibt, oder? Nein, nein, das dürfen wir doch nicht machen. Ach komm. Aber hier, du musst doch auch mal schmunzeln. Ja, natürlich. Schmunzeln wir auch schon mal. Aber wir dürfen uns das ja jetzt nicht anmerken lassen. Wir müssen ja, wenn wir vor einem Fahrschüler stehen, ja auch professionell wirken. Also, in meiner Heimat, ich hätte so einen Fahrlehrer, der hat mich fertig gemacht und verarscht. Oh. Ich bin in ein Auto angestiegen, durfte gleich aussteigen und dreimal um ein Auto rennen, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Oh, okay. Hm? Weißt du, genau Bella sehe ich an dieser Stelle. Der traue ich das zu. Nee, tatsächlich unsere Neueren. Die sind da, die haben Richtlinien für die Fahrstunden und die beten sie wirklich wie so eine Bibel hervor. Ah, super, geil. Also, wenn jemand da sich streng verhält, dann die. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm oder so, aber es ist manchmal so. Okay, ja, super. Es dauert wieder länger als eigentlich, aber naja. Okay. Das ist, naja, was will man machen? Ja, gar nichts. Kann man nichts nee, machen. Nee. Ach ja. Aber guck mal. Sonnenuntergang. Gerade, das sieht so schön aus. Mit dem Haus, mit den Palmen. Ja, das haben wir ja jeden Abend hier, ne? Oh, ich komme jeden Abend zum Bier trinken vorbei. Ja, oder du machst es wie Double C, der fährt hier immer her und dann springt er hier rein und schwimmt seine Runden. Ach so, in Hafen? Ja, na gut, letztens da hat ihn ein Fisch gebissen. Oh nein! Mhm. Oh, ich will hier nicht schwimmen, ich will hier nicht schwimmen. Das war, glaube ich, so ein Pipi-Fisch oder so, keine Ahnung. Der hat sich eine bestimmte Stelle ausgesucht, wo er reingebissen hat. Oh. Noch der zwei Tage nicht schwimmen. Verflucht. Ich habe ein bisschen Panik, dass sie rumschwimmen, so komische Dinge, die beißen und so. Und dann ist das Schlimme, kam dann noch, es kam dann das MD vorbei und die hat zwei Frauen hergeschickt. Gut. Das ist dann peinlich, ein bisschen. Ja, war es. Das war so, oh nein. Mit die Fisch an. Ja, am besten Stück. Zu silly und so. Ja, also manchmal erlebt man hier echt die besten Sachen. Ich glaube, aber dafür, ihr erlebt auch so viel Schönes. Oh ja. Der Gitarrenspieler, wie heißt der? Der James Brooks. Ja, John Brooks. Mhm. John Brooks. Mhm. Das war mein Namensvetter. Ehrlich? Uli, ich heiße doch auch John. Ach ja, stimmt. Ich habe dich nur eingetragen unter Little Sultan Stelle. Die langweilige Idee. Weißt du? Ja, ist gut, okay, ja, ich merke mir das. Das konnte ich mir am besten merken. keine Frage, alles gut. Verstehe ich komplett. Ja. Manchmal mit Namen, ich bin so drüber, ich speichere auch viel mit, ja, DMV, DMV und dann. Warte mal, wer ist das jetzt, DMV? Naja, ich habe letztens den dummen, das war so blöd, ich rufe an bei DMV, von wegen ein Kollege von dir geht dran, ja, du bist hier bei Taxi gelandet und ich so, ja, ich wollte zu DMV, zu Chefin. Oh. Ah ja, stimmt, irgendwie erinnere ich mich da dran, aber wir haben ja zwei Telefonnummern. Jetzt, ich habe die richtigen Telefonnummern. Also merke, 7 mal die 5 ist Taxi, 6 mal die 5, 3 mal die 0, das ist DMV.
Ich wusste doch nicht. Na, alles ich gut. Ich dachte, es wäre alles eine Leitstelle vielleicht so. Okay. Nee, wir haben eigentlich sogar vier. Ja, vier? Wofür? Einmal GMV, einmal Taxi, Fahrsicherheitstraining und die Leitungsebene. Du Heilige. Mhm. Obwohl die Leitungsebenen-SIM-Karte irgendwie lost in space ist. Ich habe keine Ahnung. Ich find die nicht. Wahrscheinlich hat einer der ehemaligen Chefs die mitgenommen und nicht wieder zurück ins Lager getan. Was ich sogar fast stark vermute. Oh. Ja. Könnt ihr vielleicht bei Hersteller anrufen und vielleicht eine nachordern oder so? Wäre sogar eigentlich ganz gut, wenn ich nochmal Bescheid sagen würde, dass wir da nochmal eine brauchen. Aber normalerweise rufen sowieso die meisten die Dings an. Leitungstelefonnummer ist ja eher nur, wenn dann für hier Costello und hier Chief Black und so, ne, von den Fraktionen gedacht, glaube ich. Ja, okay. Und, ja. Und im Normalfall rufen die, wenn dann sowieso nur diese Telefonnummern an. Ja, gut, dann. Ne? Sag mal, brauchst du noch einen Kaffee? Zur Pizza. Lass dir schmecken. Nee, ich habe gerade, danke. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Und wenn, dann habe ich da drin immer noch einen Kaffeeautomaten. Perfekt. Ja, mein Laden ist so auf Strom. Ich gleich auch. Ich hüpfe wie Biene hier rum und wirklich, ich trinke so viel Kaffee, das ist verrückt. Oh Mann. Ich glaube, nicht gesund. Nee. Wie ein Flummiball. Kannst du beobachten, das geht in 5 Minuten Tag, dann habe ich meine 5 Minuten und dann ist wieder gut. Ja. sag mal, hast du da auch eine Rechnung reingepackt? Für die Sachen oder nicht? Braucht ihr eine Rechnung? Ich kann auch eine selber schreiben, also noch eine irgendwie so ein bisschen vermerkt schreiben, LTD-Tankstelle und dann packe ich das in den Dings rein, in unseren Ordner. Nur damit wir das verzeichnet haben für unsere Akten. Okay, also, das ich wusste nicht. Also normal, ich hatte noch nie damit zu tun, dass ich eine Rechnung schreiben musste. So, deswegen. Ja, im Normalfall bekommen wir Rechnungen ja von unseren Essenslieferanten. Und hier Fertigung und so weiter, die bringen uns immer noch mal eine Rechnung mit. Weil, ja. Natürlich. Für Gewerbe sind immer wichtig. Also von Gewerben für uns meistens schon wichtig. Weil Behörde, oder wie? Okay. Genau. Wenn hier mal, keine Ahnung, wer kommt, DOC oder so, und will auch nochmal Akteneinsicht bei uns haben, dann ist natürlich gut, wenn wir da was zum Vorzeigen haben. Also normal, ich kenne nur, für meinen Laden reicht aus, die Überweisungen zum Beispiel. Das darf dann eben nicht privat laufen, mit Geld hin und her schieben, sondern nur per Überweisung und dann ist gut. Ja, ich glaube, ich kann, wenn dann mache ich vielleicht nachher irgendwie, keine Ahnung, mit dem Telefon einen Screenshot von der Überweisung, ein paar auf dem Tablet oder so, keine Ahnung, und dann drucke ich die aus. Wir haben ja drin einen Drucker. Ist ja auch kein Problem. Weiter so. Ansonsten sagst du mir dann, ich schreibe dir. Ja, beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal, wenn dann. Das ist jetzt nicht so wild. Ich schreib gleich einen Zettel und dann ist das gut. Dann packe ich die in die Akten rein. Dann sag mal, wie viel würdest du denn bekommen? 2000 glatt. 2000 glatt? Echt? Natürlich. Oha. Alles gut. Deine IBAN, also die IBAN für brauche ich von der Limited oder von der LTD-Tankstelle. Da muss ich Shop. Ah ja, genau. Ich werfe die beiden immer durcheinander, weil das sind ja zwei getrennte Dinge. Ja, ja, ich weiß, ich habe ja auch mein Privat- und einmal die MV-Konto. Genau. Also bei mir ist ja Tankstelle Gasolin separat und der 24-7 nochmal separat. Ja. Ja, genau. Der 24-7-Shop ist die 227. 227. Und die 801. 801, also 227, 801. 227801, ja. Genau, so, dann schreibe ich rein, Rechnung LTD, Little Soul, als Verwendungszweck und ist abgeschickt. Perfekt.
Ja, lieben Dank dir. Ja, doch nicht dafür. Wie gesagt, nochmal, sorry, wegen dem Telefon und das so ist. Alles gut, lieber, ich hab's lieber so, weißt du? Ich kann das verstehen. Viele sagen dann auch zu mir, von wegen, ja, zahl's über nächste Mal, aber ich fühle mich immer unwohl dabei, weil ich weiß, irgendwas ist noch offen und das. Ja, genau. Und ich hab's lieber so, deswegen kaufen wir auch, wenn wir jetzt uns Essen bestellen, lieber ein bisschen mehr, als wenn wir zu häufig dann bestellen. So alle zwei Tage oder so, keine Ahnung. lieber einmal die Woche. Perfekt. Also wenn ihr mal Feierabend ein bisschen oder ein paar Donuts oder ein paar Flaschen Saft braucht. Klar, ihr könnt beziehen von Getränkeladen, glaube ich. Oder Restaurant. Dann macht ihr das so, weil bei mir ist es ein bisschen teurer. Ansonsten, ich bringe euch gerne kostenlos mal etwas vorbei. Einfach nur so als. Okay. Ja, lieben Feierabend. Das können wir auch mal machen, das stimmt. Das können wir dann auch wirklich die dann in Bar geben. Oder auch nichts. Das ist okay. Nee. Du pass auf. Du musst doch auch Geld verdienen mit deinem Laden. Der wirft schon ab. Und ich kann mir das erlauben, mal zu sagen, pass auf, ich möchte euch eine Freude machen. Ihr grinst dabei, ihr guckt dumm aus der Wäsche und dann ist okay. Weißt du, wenn ich anderen Menschen glücklich machen kann, das ist schön. Klar doch, verstehe ich, aber ist es auch unser, also ich habe letztens hier das von Ulreit gelesen, dass die da in den Streik gehen wollten. Und ich meine, die machen auch einen so wichtigen Job für die Stadt. Die brauchen auch eine Art von Anerkennung. Ich meine, die haben hier einen Dings hingestellt, einen Container, für uns kostenlos. Und ich finde, da kann man echt schon mal Danke sagen und auch mal was mit dazugeben. Weil die machen so einen knochenharten Job. Ich könnte das nicht. Ach, kann ich verstehen. Hans ist mein bester Freund. Das ist ja der Besitzer. Ja, Hans Werner. Genau. Und wir wohnen sogar zusammen. Ehrlich? Wir beiden Spacken. Ach, was? Ja. Wir haben zusammen Wohnung gekauft und so weiter. Wir sind echt Feuer und Pech und Schwefel. Cool. Ich weiß, das ist blöd, wie es alles läuft. Und dass dann so schlecht über ihn geredet wird oder Leute auch überhaupt nicht dankbar sind dafür. Und das ist so schade. Ja. Einer unserer Nachbarn in unserem Apartment, da hat auch gesagt, hier, stellt mal von euch hier mal einen Container hin, ich bezahle den. Okay. Ja, hat er einfach dahingestellt. Das ist so ein Luxus. Das ist total toll. Definitiv. Also da muss man sagen, Hut ab für den Job und die Leistung. Definitiv. Und im Moment, das kann man ja auch ein bisschen einher, der Streik, da alle abhängig sind von ihm. Auf jeden, ja. Ja, aber er kann die Stadt nicht hängen lassen. Das kann er irgendwie auch nicht über Herz bringen und DOC sagt natürlich auch ein bisschen, was ist denn los? Ja, kannst du nicht machen. Ja, natürlich. Aber ich sag mal, wenn einem immer wieder entgegenkommt, ist doch scheiße und ihr macht doch nur so, man doch irgendwann auch keine Lust und die Motivation sinkt in den Boden. Definitiv. Und das war ja der Knall, warum sie gesagt haben, so, jetzt ist genug, wir streiken. Ja, genau. Ich fand das schön zu sehen, wie viele drunter geschrieben haben oder geliked haben. Von wegen, du machst alles richtig, lass dich dann nicht beirren, lass dich die Motivation nicht nehmen und du bist bester Mann, so gefühlt. Ja? Das war schön. Das war wirklich toll, ja. Ja, perfekt. Sag mal, willst du Bellas Geschenk gleich ihr wieder in die Hand drücken? mach mal bitte. Soll ich einfach direkt vor die Füße stellen, so hier, hast du wieder. Wenn sie wieder da ist, dann kann ich das ja nehmen. Natürlich. Die wird lachen. Das ist ein Teufelskreis, ich freue mich. Perfekt. Oh Mann. Pass auf, wenn sollte Bella heute noch in den Dienst kommen, ich glaube, die schmeißt die dann wieder nach hinten in den Aufenthaltsraum. Ja. Ich warte nur. Und wenn ich sie sehe, dann mache ich Mu auf. Ich
natürlich sehen. Ich brauche Kostüm, verdammt. Wo kriege ich das her? Was denn? Ein Kuhkostüm? Gibt's nur für Frauen, leider. Aber du kannst, es gibt so eine Masken mit dem Stierkopf. Vielleicht so was. Ah, ja, da muss ich gucken. Das wäre gut. Gut, das kriegst du in jedem Klamottenladen. Perfekt, dann weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Oder eine Ziege oder ein Schaf oder so. Oder sowas. Oder einen kleinen Mops. Oh, nee. Mops ist nicht schön. Der ist gegen die Wand gelaufen, weißt du. Oh, stimmt. Aber es gibt auch einen Origami-Hundekopf. Der sieht so bescheuert aus. Keine Ahnung, der sieht sehr geometrisch aus. Das ist bescheuert. Perfekt, gut. Danke für den Hinweis. Ja, kein Muss Problem. gerne. Ah, ja. Eva. Ja. Mensch, ich mache mich jetzt langsam wieder auf den Socken. Mhm. Und ja. Wenn ich was sein sollte, wenn ich irgendwas braucht oder so, melde ich gerne. Ansonsten auch gerne so. Für Feiern und Bier. Dann bringe ich ein bisschen was mit. Mache eine Party hier. Mhm. Perfekt. Gut. Okay. Lieben Dank dir. Mach dir einen schönen Abend, ja? Ja, du dir auch. Dankeschön. Was über? Bis dann, mach's gut. Bis dann. Das wird dann hier. Ciao. Ah, war schön. So. Ja. Ach, sehr schön. So, Bandagen. Wir haben 100. Das kann ich jetzt auch in das reintun. 100 Bandagen. So. Warte. Das mache ich lieber anders. Ich mache hier eine Zeile unterhalb. So, ja. Und dann kommt hier, mache ich hier raus noch eine. So. Und dann kommen hier die Telefon Black. Dreimal. So. Und dann zack. Na, machen wir ein bisschen breiter. So. Und die Linie machen wir wieder schmal. Die da. Oh, perfekt. Passt. Gut, dann haben wir das schon mal. Telefone kommen rein. Dann haben wir davon jetzt auch ein paar Geschenkherzchen. Okay, so. Gut, dann haben wir das. Rufen wir nochmal. Ich versuch's nochmal. 555-912-009. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Ilva Svensson von der DMV. Rede ich dann mit dem Herrn Dr. Schäfer? Ja, richtig. Hallöchen. Ich hätte mal eine Frage. Wir haben hier bei uns im Lager einige Funkgeräte und Papierbögen. Könnte ich da vorbeikommen und die mal auspacken lassen? Ja, klar. Ja, das kriegen wir hin. Das wäre perfekt. Dann würde ich mich gleich auf den Weg zu Ihnen machen. Ich sag mal so, in 5 Minuten wäre ich ungefähr da. Okay. Alles klar, super. Weiß ich Bescheid. Perfekt, dann bis gleich. Bis gleich, dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, dann nehme ich mir mal gerade einmal eine Tasche. Wo sind denn die Papierbogen? Jetzt sind da. Und ich brauche die Funkgeräte da. Er meinte ja, Stempel und so weiter hätte er doch noch da.
gucke ich mich mal gerade um. Ich bin auf Dienstfahrt, Status 8. Rasselt aber auch. Oder? Ja. Ruf ich gleich mal noch Bennys an, lass den reparieren. Knapp gekommen. So. Spezialisierungszeit, aber müssen Sie auch gar nicht wissen. Okay, nee, weiß ich trotzdem nicht. Hallo. Hallo. Guten Abend. Ja, ich hatte eben gerade mit Dr. Schäfer telefoniert. Ich wollte gerne ein paar Funkgeräte und Papierbögen auspacken lassen. Ja, der rennt drinnen irgendwo rum. Gehen Sie mal rein. Okay, alles klar. Dankeschön. Bei der Rekap-Zeit überprüfen wir, also das ist auch ein Kriterium für den Blutdruck. Ja. Hallo! Guten Abend! Ich bin die Ilva Svensson von der DMV. Ich sehe es gerade von der DMV. Perfekt. Jawohl. Der Herr McGee hat schon gesagt, ich soll einmal reinkommen. Genau. Sachen zum Entpacken, richtig? Jawohl, genau. Haben Sie die Sachen im Rucksack oder? Habe ich. Ich habe jetzt nur nicht an einen Stempel gedacht, aber mir wurde gesagt, Sie hätten noch einen von der DMV da. Bestimmt. Da kann ich jetzt gerade nicht gucken, weil die bestimmt in der Maschine liegt, aber ich glaube. Ich glaube, ich habe die von allen Fraktionen einfach eingesammelt, meinen Stempel. Ja. Ja, ansonsten melde ich mich gleich. Können Sie mal die Tasche am besten hinstellen, dann nehme ich die mit. Ja, natürlich, kleinen Moment. Und dann lasse ich die Maschine mal laufen. Ja, lege ich die mal hier gerade ab. Moment. So.
Bitteschön. Perfekt. Wie haben wir denn da drin? Das sind 10 Funkgeräte und 4 Papierbögen. Das dürfte, glaube ich, in 5 Minuten schon fertig sein. Das ist ja gar nicht so viel. Super. Ich schmeiß mal eben die Maschine an. Ja. Nur mal einen ins Lager. Alles klar, danke. Oh, warte ich hier gerade mal. So. Na, so ist okay. So ist bequem. Dann haben wir das auch schon mal wieder. Dann kann ich mir auch endlich wieder ein Funkgerät nehmen. Ja. Genug Papier haben wir dann auch. Definitiv. dann mache ich gleich noch Lager fertig. Ja. Die Rechnung noch für einmal fertig schreiben, passt das schon. Ja, sind das heute viele kleine Sachen, die ich heute mache. Ach, ist er ja schon wieder. So, tatsächlich fehlt mir der Stempel von der DMV. Das ist der einzige Stempel, den ich nicht habe. Nein, wirklich? Ja. Verdammt. Ja. Da müssen Sie tatsächlich nochmal vorbeikommen. Ich habe die Funkgeräte jetzt so schon mal angeschmissen. Wie gesagt, die brauchen gar nicht allzu lange. Da müssen Sie ein bisschen mal einen Stempel mal vorbeibringen. Ja. Die Funkgeräte, die brauchen noch 3 Minuten. Ja, das ist ja nicht so wild. Dann muss ich mal, okay, Papier ist jetzt noch nicht so dramatisch. Wir haben da noch genügend da. Hm. Und wenn ich dann beim nächsten Mal wieder vorbeikomme, dann denke ich an den Stempel. Ja, dann lasse ich die Papierbögen einfach bei mir in die Maschine rein und dann bringen Sie den Stempel einfach beim letzten Mal vorbei und dann kann ich das da machen. Ja, ich denke mal, wenn die nächste Lieferung mal wieder mit Ausweisen oder so notwendig wird, dann bringe ich den einfach mal vorbei. Das ist nicht so wild. Oder ich lasse ihn gleich in der Tasche drin und schreibe ich DMV auf das Etikett, dann weiß ich Bescheid. Genau. Das ist, glaube ich, das Beste. Ja, dann vergisst man es nicht. Nee. Aber wie gesagt, dann gehe ich nochmal rüber, hole die Funkgeräte, dann haben wir zumindest die Funkgeräte fertig. Ja, perfekt, das wäre das Wichtigste. Sorry, da bist du leid. Also man macht so viele Kilometer im Job, das ist ja unfassbar. Ja, Sie laufen viel und ich fahre viel. Naja, ja, genau.
Stimmt, aber wir fahren natürlich auch. Aber, das stimmt, ja, auch wieder. Das ist auch richtig, ja. Okay. Jetzt ein bisschen die Waage. Okay. Ja, das stimmt. Bis sofort. Bis gleich. Ja. Na dann mache ich gleich eine Tasche fertig, mache auf das Etikett DMV drauf, dann weiß man Bescheid, dass das dann immer eine Tasche für DMV-Sachen ist. Ist ja nicht so wild. Ist aber auch gerade echt ruhig, so hier im Krankenhaus. Was mache ich denn nachher? Ich schreibe mal rein, Doktor. Eva. Ich schreibe mal noch lieber rein. Ist das so? Da. Logistik. So. Das ist Dr. Costello. So. Dann lege ich einfach die Tasche wieder hin, Telefongeräte. Perfekt. Und dann, genau, beim letzten Mal einfach den Stempel mitbringen. Ja, das mache ich dann. Alles gut. Lass ich den Stempel dann in der Maschine und dann, wenn der Bedarf ist, dann kann er wieder nachbestellt bzw. gedruckt werden. Ja, nö, nee, ist alles gut. Alles gut. Haben Sie vielen Dank schon mal. Perfekt. Dann, falls was sein sollte, einfach anrufen. Ansonsten wünsche ich dann noch einen schönen Abend. Natürlich. Ihnen auch. Danke.
Jo, tschüss. Tschüss. So, Frau Delacourt, haben Sie denn jetzt noch Fragen zum CABCDE-Schema? Euer Parker. Einen wunderschönen guten Hallo, Abend. Guten Abend. Hallo, Wiedersehen. Frank. Hallo, Schäfer. Hallo, Herr Parker. So, das hätten wir. Bring ich das mal nicht weg. Einen Punkt behalte ich. Ja, stimmt. Ich bringe jetzt die Funkgeräte weg, bevor die noch weg sind. Danach zu Bennys mit dem Wagen. Funkgerät brauche ich heute ja nicht. So. Neun. Eins behalte ich. Und dann schmeiße ich hier schon mal einen Stempel rein. So. So, zack. Dann den benenne ich dann einmal DMV UB höher. So. Und dann kann er wieder in das Lager. So, dann weiß man gleich Bescheid. Funkgerät packe ich. Erstmal. Ah, hat sogar sich das gemerkt. Perfekt. Super. Aber ich werde die Funkfrequenz ändern. So, Bennys, da. Hallöchen. Ein wunderschön. Hier ist Ilva Svensson von der DMV. Hallo. Könnte ich mal kurz mit einem Dienstwagen vorbeikommen? Der scheint so ein bisschen zu klappern.
Ja, klar, wir sind da. Perfekt, dann bin ich in 5 Minuten bei euch. Alles klar, machen wir so. Alles klar, dann bis gleich. Ja, bis gleich, tschüss. Ciao. Supi. Hallo. Hallöchen. Kann ich reinfahren? Ja, müsste, oder? Ist was drin? Nee. Nee, ist frei. Kannst reinfahren. Alles klar, danke. Das ist einmal der DMV F2. Der ja. Klappert vorne irgendwie, als wenn da irgendwo eine Schraube locker ist. Ja, können Sie die Motorhaube mal bitte aufmachen? Na klar doch. Mach so, ich trage ein. Ach so, ja, alles klar. So. Na, wie geht's? Gut, und selbst? Ja, muss. Man hat hier lang keinen mehr anderen als Tim nur gesehen. Ja, weil ich eigentlich nicht um die Uhrzeit da bin. Ich bin mehr so, um die Mittagszeit eigentlich hier. Und im Moment so ein bisschen gefrustet, weil das FD das seit über einer Woche nicht hinbekommt, mich zu kündigen, obwohl meine Kündigungsfrist rum ist. Und ich zum Beispiel dein Auto deswegen gar nicht reparieren dürfte. Ja, oder ich weiß. Könnte. Ich weiß. Ach, du willst da aufhören? Ich habe da aufgehört. Ich habe vor 3 Wochen gekündigt. Oh, okay, krass. Wieso? Macht keinen Spaß mehr? Nee, ich bin mittlerweile so weit gewesen, dass ich schon auf Arbeit fuhr und keinen Bock mehr hatte. Oh, das ist scheiße. Und, ja, dann muss man irgendwann einen Punkt machen. Die Handbremse ziehen, so. Ja. Ich kam gerade nicht aufs Wort. Nee, vor allem, wir hatten ja super viel angesprochen. Dann ist ja erstmal gar nichts passiert über 4 Wochen. Dann haben wir es ja nochmal angesprochen. Also wir hatten ja über 20 Stunden hier Gespräche, wo wir Sachen angesprochen haben, die falsch laufen. Oh. Ja, dann wurde daraufhin der Herr Winters eingestellt. Und der Herr Winters, dem habe ich dann nochmal alles gesagt. Und der meinte dann irgendwann nach 4 Wochen in einem 4-Augen-Gespräch, dass er mittlerweile auch resigniert hat und sich fragt, wieso er überhaupt eingestellt wurde. Oh. Also ich muss Ihnen leider sagen, den Wagen müssen wir verschrotten, der ist komplett... Das halte ich für ein Gerücht. nee, war nur was locker, ich habe es festgedreht. Das ach, super. Perfekt. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Dann kann ich den ja dann am Freitag bestimmt zu Schrott fahren, oder? Wenn ich... Wenn sie das machen, dann kriegen sie auch keinen Führerschein. Ja, das wäre okay. Das halte ich aber für ein Gerücht. Ich habe schon selber erlebt, dass so ein Auto heile vom Hof fuhr, kaputt zurückkam und ich die Dame trotzdem ihren Führerschein bekommen hat. Jetzt echt? Aber nicht bei mir. Ja. Nicht bei mir. Nee, beim damaligen Chef. Oh.
Wie ist das bei euch aktuell mit Terminen dann, wenn ich die Theorie am Donnerstag mache? Muss ich dann lange warten? Also sind lange Wartezeiten? Nein, also wenn du Donnerstag vorbeikommst, machen wir dann auch gleich nochmal eine Fahrstunde mit dir. Ja, nach der Theorie quasi. Direkt nach der Theorie, kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel natürlich da sind, ist ja klar. Ja. Aber wenn du die Fahrstunde gut gemacht hast und es jetzt nicht so viel los ist, kannst du dann auch noch gleich die Fahrpraxis machen. Ansonsten würden wir dann die Prüfung dann am Freitag machen. Ja, okay. Das klingt gut. Also grundlegend ist es so, wenn du die Theorie hast, hast du 2 Wochen Zeit, deine Führerscheine dann die praktischen Teile zu machen. Da kannst du einfach anrufen, wenn einer da ist. Richtig. Das hatte ich, glaube ich, schon gelesen. Ja. Richtig. Ansonsten, wir sind jetzt auch gerade da. Also es wäre jetzt auch möglich, alles zu machen. Ne? Sofern du mit der STVO schon bewandert bist, könntest auch sofort loslegen mit dem Fragebogen. Wäre auch möglich. Oh, dann muss ich erst nochmal durchlesen. Also, 3 Mal sonst. Also wenn immer, nicht, dann... Immer Vollgas und du kommst immer von rechts. Genau. Richtig. Nee. Außer auf der Autobahn, dann maximal 50. Genau. Auf my way. Ja. Also... Wenn du dich ja jetzt nicht so sicher fühlst, dann komm lieber Donnerstag vorbei, dann bringen wir das auch noch alles nochmal ordentlich in der Theorieschulung bei, ein bisschen Zeit mitbringen, machen wir die Schulung, die Fahrstunde dann nochmal, wo wir alles nochmal zeigen und dann eventuell im Anschluss noch die Prüfung. Ja. Ich will am liebsten sowieso klar alles mit immer machen, also alle 3 Scheine. Also das wird dann am Donnerstag nichts. Das muss ich dann gleich schon sagen. Ja, dachte ich mir fast. Für alles machen wir jetzt auch eine Fahrstunde, was ja auch schon zeitintensiv ist. Und dann noch die Fahrprüfung danach, sind wir dann mindestens 2-3 Stunden. Ja. So im Dreh. Ah, dann machen wir das am Donnerstag und Freitag und dann. Ja, natürlich. Dann haben wir auch genügend Zeit und auch genügend Luft. Ja. Ne? Alles Judy. Gut. Rein theoretisch könntest du ja auf den LKW, also auf unseren Abschlepper, hinten noch das Motorrad oder ein Auto raufstellen und dann damit die Fahrpraxis machen, dann hättest du 2 auf einmal. Ja. Nee, das ist so nicht richtig. Also das geht jetzt so nicht. Das wäre auch zu einfach, denke ich. Genau, weil vor allem, weil wir die Schulung oder die Fahrschule mit der, quasi vor der Prüfung haben wir alles noch jetzt gerade ein bisschen auch umgemodelt. Ach, macht ihr jetzt richtige hier Theorie? Eine richtige Fahrstunde geben wir. Ja, eine richtige Übungsstunde quasi, ja. Ach, oje. Eine ganze Stunde? Nein, also so eine Fahrstunde, es dauert so im Schnitt 15 bis 20 Minuten, je nach Klasse. Ja. Also das längste tatsächlich dauert der LKW-Führerschein. Außer man kann gut fahren, dann geht es wahrscheinlich schneller. Ja, klar. Dauert der Bus nicht noch länger? Nee, eigentlich nicht. Wenn man die Strecke gut managt, dann ist man auch so bei gute 15 bis 20 Minuten. Ich habe noch nicht die Zeit gestoppt, aber so im guten Schnitt, ja. Oh, gut. Aber, ja, ihr braucht ja jetzt nicht den P-Schein. Nee. Es sei denn, jemand möchte unbedingt den machen. Dann haben wir auch kein Problem damit. Ja. Nee, du, Busfahren ist nichts für mich. Nee, also Busfahren ist nur für den Personenbeförderungsschein, damit man nachher gewerblich Taxi fahren darf. Ja. Aber dann müsste man ja auch wieder bei der DMV angestellt sein. Das ist richtig. Genau. Oder wenn du halt privat mit mehr als, wie viel waren es, 5 oder 6 Leuten? Mit mehr als 4, den Fahrer mit eingeschlossen. Ja. Also so ein Dubster 6x6, wo man hinten rein theoretisch noch ein paar mehr Leute hinten drauf packen kann. Gut, LSPD, weiß ich nicht, wie die das handhaben, aber rein vom Rechtlichen her bräuchtest du dafür einen P-Schein. Ja, oder eine Limo passen auch jede Menge Leute rein. Ja, genau, dafür auch. Jawohl. Dann fahrt mir bitte raus, draußen warten 2. Ah, ja, okay. Oh ja, sorry, alles klar. Alles gut.
nichts, kommt nichts. Gut, dann ist das Fahrzeug auch wieder repariert. Dann schnappe ich mir jetzt Papier und druck eine Proforma-Rechnung für LTD aus. Einmal Papier. Zack, da. So. Ach nee, stopp. Noch mal kurz gucken, wie heißt die Straße? Lindsay Circus. Titel, Rechnung, LTD, DMV 001. Okay, LTD, 24/7. Moment, ein bisschen runter so. Lindsay Circus ist Gucci Department of Motor Vehicles. Ja. Roberto del Sol Biscucci. Okay. Rechnung. Machen wir mal dick. So. Und das waren 55. So. 55 mal. Bandagen 3 mal Indy Black. Ah, ich krieg gerade eine Simse. Ja, doch. So. Insgesamt 2. Na. Nee, macht er nicht. Muss ich so machen, verdammt. $2000. Nee, nicht Paragraphen, Dollar. Überwiesen an 027801. IBAN. So, IBAN. Wie konnte ich mir denn diese jetzt Nummer jetzt merken? Anwendungszweck. Was hatte ich jetzt geschrieben? LTD Rechnung DMV. So. Perfekt. Das reicht auch. Steht alles drin, was wir brauchen. Sims. Bella. Ja, mit dem Fehlern 2 hat er geplappert.
Rechnung da. Ich mach gerade hier hin, so. Da hefte ich das jetzt mit rein. Ist zwar jetzt DMV, aber es ist zumindest vermerkt. So. Perfekt. So, das hätten wir auch. Hin. Du eben auch da? Oh, da haben wir. Markiere ihn, die dicke Tante. Ach, geil. Dicke Tante. Schön. So. Konnte ich mir jetzt gerade diese Nummernrechnung egal. Wie ich es jetzt geschrieben habe, ist wurscht. So, ich war fleißig heute schon. Ich war fleißig. Aber woran liegt das? Ich weiß auch nicht. So. Das sind dann schon mal die Themen für morgen. Das wird wieder einiges Zeit in Anspruch nehmen, denke ich. So, das ist das. Mail habe ich nicht. So. Was kann ich noch? Was kann ich machen? Was kann ich noch machen? Lager kann ich noch machen, stimmt. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Wann habe ich denn das letzte Mal Lager kontrolliert? Lagerkontrolle. Wann habe ich das letzte Mal kontrolliert? 2.8. Oh, mit Zeit. Okay. DMV-Umhängeausweise 13. Jop.
6 davon, ja. DMV-Papier, sind das noch 212? 100 Bandagen, das sind 8,2, komisch, keine Ahnung. 9 Funkgeräte, Kaffeepads sind noch 2004. Volle Powerbank 3. Notizblöcke 5, Olive, das ist so, ja, das passt auch. Umhängetasche, das kontrolliere ich gleich, das ist so, das passt. Visitenkarten, das müsste stimmen, Werkzeugkästen stimmt, passt auch, Fallschirme stimmt auch, das stimmt auch, das stimmt auch. Gut, dann Klamotten. 5, 5, 5, 5, 5 und 5. Yep. Hemd in Hose grau 5, jo. 10, Anzughose schwarz 3, yep. Business Schuhe schwarz, davon müssten wir mal ein paar bestellen. Hemd hochgekrempelt in Hose blau 8, 9, 15. Grau, ja. In hellblau 10. In schwarz 13, in hohlweinrot 7, in weinrot 7, das tauschen wir aus. Gut, die Klamotten sind durch, Klamotten 2, hochgekrempelt weiß 3, jetzt muss ich gerade gucken, weiß 13. Ja, 2 Knopfsacko offen, schwarz, yep, das passt, in blau 3, in schwarz 5, 6 in weinrot, 4 in weiß, 5 in weiß, ja, passt auch, das stimmt auch. Die Führerscheinvorlagen, die muss ich noch kontrollieren. PKW. Fünfhunderteins. Dann LKW. Das ist wieder LKW 153, Motorrad 277, P-Schein ist gleich geblieben. Okay, so, letzte Kontrolle am 9. Sehr schön. Und ach ja, war das die? Nee, die lila schwarz, nein, pink schwarz auch nicht. Wo sind wir, waren dann noch mal die Helme, Dienstkleidung? Ach, da, Motorradhelme da. 5 Motorradhelme. Und so. Motorradhelm schwarz mit glänzendem. Hä? Roten Fallen 2, 3, 4, 14. 14, ja. 1, 2. Hä, wo sind die ganzen Helme hin? Die fehlen. Es fehlen ein paar Helme. Oh je. Okay.
Das ist auch kontrolliert. Das passt auch alles. Sehr schön. Kann ich mich jetzt mal wieder umtragen auf Status 1? So. Gut, gut, gut. Position, Kill Death Ratio, aha. Anzahl der Spiele, wahrscheinlich. 1% der gewonnenen Spiele. Ah! Interessant, interessant, okay. So. So lange bleibe ich jetzt auch nicht mehr, bis die Stunde voll ist. Nee. Es ist ruhig. Ich mache Feierabend für heute. Ah. Bella. Warte, lackiert. Jetzt komme ich runter zu dir und bin zu Fuß unterwegs. Hey Bella, du musst doch nicht runterlaufen, ich kann dich doch abholen. Du kannst auch, ich weiß ja nicht, ob du was zu tun hast oder nicht. Nö, ich bin gerade, ich habe gerade alles gemacht, was ich heute eigentlich machen wollte. Ich bin fertig. Also wir können auch irgendwas anderes unternehmen, falls du frei machen möchtest. Ja, hatte ich eigentlich vor, aber ich kann dich auch noch fix mit dem Dienstwagen abholen. Ja gut, dann warte ich eben hier. Wo bist du denn? Noch bei Bennys, ich wollte gerade losgehen. Ah ja gut, dann verharre dort. Das Auto muss eine halbe Stunde trocknen? Ja. Dann harre dort aus, Ilva kommt zur Rettung. Ja, in schöner Rüstung. Nee, ist eigentlich in Dienstkluft, aber egal. Ja, es ist schöner Rüstung. Passt. Okay, bis gleich dann. Genau, die habe ich auch schon lange nicht gesehen. Oh, der nächste Wagen? Nein, ich hole nur meine Kollegin ab. Und ja, heute ist relativ ruhig. Ja. Ich gönn's euch. Ja, aber ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwann das mit den Vertragskundschaften sein lasse. Ne?
Bis auf den Fraktionen. Warum? Ach so. Ja, weil ich ständig auf meinen scheiß Kosten sitzen bleibe. Boah, warte. Blech hat richtig Geld so, auf, jetzt. Offen. Ne? Ja, einklauen. Irish Farms genauso. Ah, da hätte es einen Grund gegeben. lieber nicht. Da ist er, meine dicke Tante. Oha, schlumpfblau. Na, ist nicht Schlumpf. Naja, fast. Schlumpfeisblau. ja, Schlumpfeis vielleicht. Mhm. Das ist irgendwie so eine Mischung, habe ich mal rausgesucht. So grün, blau, irgendwie, was ist das? Cool. Nee, sieht schön aus. Ich wollte nichts Dunkles und nichts Rotes, weil das hat irgendwie, ist so oft vertreten. Mhm. Nee, stimmt, hast recht. Aber war ich heute fleißig, das glaubst du gar nicht. Ich habe alles Chefsachen gemacht. Nur Chefsachen heute. Ja, es gab viel zu tun. War Henry da? Nö. Bin irgendwie noch nicht getroffen. Nö, der war nicht da. Ja, gut. Nee, ich habe erst hier mit Little Soul Tankstelle gequatscht noch. Mhm. Der hat uns Bandagen vorbeigebracht und noch 3 Handys. Wenn jetzt mal wirklich eins mal ins Wasser fallen sollte, hat einen Wasserschaden oder wir noch mal irgendwie, ne? Cool. Einfach so geschenkt oder? Nein, ich habe die gekauft für die DMV. Ja, ich war auch am Überlegen, ob wir nicht welche holen sollten. Hm. Ich fand's besser. Und wir kamen, ansonsten wären wir nämlich auch nicht auf die $2000 gekommen. Bestellwert? Nee, das also wäre eigentlich. Überweisen, ach so. Mhm. Ja, auf den ja, Überweisungswert so. So, pack in. So. Ja, dann war ich noch beim MD, hab die Funkgeräte endlich auspacken lassen. Hey! Ich habe hier gleich auch noch eins mitgenommen. er hatte tatsächlich keine Stempel mehr von der DMV da, also habe ich jetzt einfach eine Tasche mit einem Etikett versehen, dass wir die jetzt immer für die DMV-Sachen nehmen, wenn wir mal was Verpacktes haben. Dann habe ich gleich noch einen Stempel mit reingeschmissen. Was für ein Stempel? Ja, für unser Wasserzeichen. Aber haben die Funkgeräte das überhaupt? Aber das Blatt, Quatsch, nein, die Papierbögen. Ach so, das Papier, okay. Ja, genau, das hatte ich eigentlich mitgenommen. Das hat er auch da gelassen. Und wenn wir das nächste Mal irgendwas haben, was wir auspacken, dann macht er dann unser Papier dann noch mit dem Wasserzeichen und dem Stempel. Den lässt er dann auch da. Okay. Ja, dann bei Bennys vorhin das Auto reparieren lassen. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Lager gemacht. Also ich war bisher gut beschäftigt. Das glaube ich. Ja, und jetzt mache ich Feierabend. Ja, gute Idee. Mhm. Hey. Was? Was ist? Ich warte so lange hier. Ach so, ja, ja. Mich mit Fritz. Ja, mach das. Ich bin gleich da. Umziehen. Und zack. Oh. 1, 2, 3 und ja. Hm? Er hat jetzt geschrieben. Im Vorgruppe, ach so. Ach, ja, gut. Gehe ich da auch raus. So. So, dann die Tasche, dann die Tasche. SIM-Karte noch wieder rausschmeißen. Die wieder rein. Die wieder raus und in den Spind und passt.
Oh Mann, mir fällt gerade auf, wir haben schon wieder das gleiche Oberteil an. Das gibt es doch nicht. Sag einfach nichts. Das ist. Nein. Ist doch. Ich habe mir gedacht, das wird sie bestimmt nicht anhaben, ey. Mittlerweile ist es echt das Ziel, nicht das gleiche anzuziehen. Sollen wir jetzt immer wahrscheinlich am besten ein Foto davon machen, was wir heute anziehen? Oh, ich hatte erst was ganz anderes angehabt, weil ich das im Leben nicht angehabt habe. Aber ich kam dann raus aus dem Schatz und habe gedacht, nein, du kannst nicht als Clown rausgehen, das geht nicht. Oh fuck, Tut mir leid. Wieso? Das muss doch nicht leid tun, aber irgendwas stimmt mit uns nicht. Irgendwas stimmt mit uns nicht. Ich dachte schon so, nein, sie hat's an. Sie hat das gleiche an wie ich. Nein! Aber es kommt gut, ist doch gut. Oh Gott, ey, wir sind doch echt bescheuert, ey. Oh, wir kennen uns zu lange, daran liegt's. Ja, wahrscheinlich. Das ist so schwierig. Oh Mann. Oh je. Glaub's nicht. So. Was stellen wir an? Gutes Frage, nächstes Frage. Ich wollte heute auch gar nicht so lange unterwegs sein. Weil die nächsten paar Tage werden doch anstrengend. So? Beim E-Zocken, E-Sport. Ach so. Ja gut. Aber ansonsten... Ich bin ja da. Ja, morgen muss ich ja auch auf jeden Fall kommen wegen der Besprechung, aber ich denke, das werden wir drei sein. Ob es dann noch wirklich großartig Sinn macht, dann morgen zu machen, aber eigentlich müssten wir. Wir können zumindest behaupten, wir haben es versucht, mit allen zu reden. Ja, richtig. So, und derjenige, der nicht dabei ist, der hat dann auch halt auch Pech, keine Entscheidungsgewalt. So ist es eben. Eben, ja. Dann können die nicht sagen, ja, aber. Ja, aber Fresse. Genau. Ihr hättet auch da sein können. So mal Anwesenheit halber. Aber es kommt irgendwie gar keiner mehr, ne? Also. Nee. Morgen ist der 10. Obwohl doch, für Alex ist morgen Stichtag, ne? Ja, wir können ja noch so nett sein, ihm eine E-Mail schreiben. So, hallo, bitte melde dich. Aber ob er darauf noch antworten wird? Glaube ich nicht, aber dann haben wir es zumindest noch einmal versucht und wir haben ihn darauf aufmerksam gemacht. Ja, so wie bei anderen auch. Also er hat dann noch ein paar extra Tage bekommen. Kann man ja sagen, bis zum Wochenende. Ansonsten auf Wiederschauen. Ja. Und Donnerstag Fahrschule. Ich hoffe, dass ich pünktlich zur Theorie da bin. Ich kann es aber diese Woche nicht versprechen. Ich bin auf jeden Fall da. Mach dir doch erstmal keinen Stress. Ich denke mal, dass ich da sein werde, aber ich weiß auch nicht, in welcher Verfassung. Okay, oh wow. Oh je. Ja, so digitales Grillen halt, ne? Oha, so wie ich letztens mit meinen Eltern. Ja, genau so. Wow. Ich hoffe, du schmeißt wenigstens deine Bratpfanne an und hast da selber was, irgendwas Gegrilltes. aber das schmeckt halt nicht so sehr gut wie jetzt überm Grillrost. Ja. Ich finde ja diese, ja, Bratpfanne ist sowieso schon mal was anderes. Einweggrill. In der Wohnung ist schlecht.
Ja gut, das aber stimmt. Aber so ein, es gibt doch diese Sandwich-Toaster, darauf kannst du quasi auch grillen. Ja, stimmt. Und das kannst du auch machen. Und die sind einfacher zu reinigen als diese Elektrogrill ja. für die Wohnung. Ja. Weil kleiner. Ja, auf jeden Fall. Stimmst du nicht falsch, weißt du, das Ding einfach weg. Ja. So, aber immer noch die Frage, was stellen wir denn an? Was stellen wir an, ja. Ich sag mal, in 20 Minuten erst kann ich das Auto holen. Mhm. Nur so 20 Forum. Ich muss noch den Exemplar mal reparieren lassen, weil der klappert ja immer noch. Ja, dann fahren wir doch mal zu Bennys, die haben gerade nichts zu tun. Ja, dann geben wir denen was zu tun. Sehe ich auch nie ein Problem drin. Nö. Da das Privatwagen ist, kann das jeder machen. So. Aber... Klappert aber auch richtig gewaltig, ey. Oha, ja. Das war ein Iltis, ich sag's dir. Also noch von gestern noch, ne? Ja. Boah. Mama. Ja, aber die Farbe bei der Dilettante freue ich mich. Also ist mal wieder was anderes. Mhm. Hat nicht jeder. Und wenn. Aber so Pastellfarben, das ist irgendwie, liegt nicht so im Trend, habe ich das Gefühl. Nee. Alle immer nur mit so knalligen Farben und so. Ja, entweder rot oder schwarz. Ja. Und deswegen müssen wir tatsächlich gelbe Taxen machen. Die fallen auf. So. Ist da jemand? Ja, doch, ist voll. Na gut, dann stellen wir es mal beiseite. Ich bin das sowieso blöd, einfach so reinzufahren. Hm. Ich wollte gerade sagen, der dampft aber ganz schön, der Weiße da. Ja, das ist mir eben aber auch schon aufgefallen. Ich dachte, es ist nur so ein Wölkchen, aber dann so, huch, da kommt ja Wölkchen von dem da. Ja, mal mehr, mal weniger irgendwie. Ja. Den wollte ich da ein bisschen weiter weg von parken. Ja. Ich muss noch mal Geld holen, ich habe nicht genug dabei. Wie viel brauchst du denn? Ich habe eben noch ich geholt. Ich habe 247. Das wird nicht für eine einfache Reparatur reichen, glaube ich. Ja, kann ich dir aber geben. Oh, danke, Bella. Ich musste ja eben auch laufen. Ja. Ich habe angefangen schon mal an zu lackieren. Er hat mir dann vorgestreckt. Ja. Und dann bin ich halt eben schnell gelaufen. Dann konnte er in der Zeit schon mal lackieren. Ach, okay. Ich finde die Ausweishülle, ne, finde ich mega. Wie aufgeräumt die Tasche auf einmal ist, ne? Ja, so richtig. Ich habe nur noch meinen Schlüssel dabei. Gut, jetzt habe ich gerade noch ein paar Becher in der Torhosentasche zusammengequetscht. Ja, aber es ist so übersichtlich. Ja, es ist so wunderschön. Ach ja. Noch mal fragen, was die Jungs so machen. Reparieren, was sonst. Drehen, schrauben, werkeln. Auf Leogram habe ich jetzt schon gelesen, die neue Werkstatt hat sich vorgestellt. Die machen erstmal nur Reparatur. Oh, guck mal, okay. Ist frei. Oh, jetzt? Oh. Ja, boah, ja, super. Oder sieht man das Auto nur nicht? Es hat eine unsichtbare Lackierung. Geilo. Ach nee, boah. Das steht da. Das steht bei der Lackiererei. Oh. Ja, es hat eine Lackierung bekommen, stimmt. Ja. Alter, das ist aber auch ein krasses Pink. Ja, das ist auch irgendwie sowas gesehen. Ey, da bin ich ja beinahe voll in die Eisen gegangen. Echt? Wie deine Tasche. So eine Farbe war das. Hui.
Also weiter weg und ich war nur so, hä, was war das? Ja, Pink ist wieder so mädchenhaft, das will ich auch halt nicht, ne? Deswegen versuche ich da irgendwie wegzukommen. Naja, klar. Wo sind denn die Reparateure? Ja, Reparatösen. Oh, Reparatösen ist noch besser. Die sind nicht da. Die haben alle, die sind in Urlaub. Die waren doch gerade alle da. Die waren doch gar nicht lange weg. Hä? Geh mal draußen gucken. Ja. Was bei roten Hemden denke ich auch jedes Mal. Oh, DMV. Unsere Farbe. Ja, da vorne stand eben einer. Ach, da ist doch Tim, oder? Nee, ist nicht. Oder ist, nee, ist doch nicht Tim. Das ist der, der Donnerstag Schulung machen will. Hä? Mhm, hat er mir vorhin gesagt. Ach so, der will Donnerstag DMV Fahrschule Schulung. Hola. Hi. Alles gut bei euch? Ja. Wir haben ein klapperndes Auto. Ja, genau. Gefunden. Aber der ist bestimmt noch am Reparieren, oder? Nee, der ist jetzt gerade in der Lackiererei. Ach so. Ja, dann können wir das kurz machen. Okay, supi. Wenn da frei ist. Nein. Da. Jetzt behalt. Motorhaube bitte nicht vergessen. Mach ich. Das ist wieder DMV, ne? Nee, das ist mein eigener. Okay. Da klappert, oder? Ja. Das muss gestern Abend irgendwie in Paleto und Iltis durchgekommen sein oder so, keine Ahnung. Ja, oder der Highway Schänder. Nee, der nicht. Ah, gut. Der war es Gott sei Dank nicht. Wow. Hat irgendwas, könnten Sie mir mal kurz drüben hier die Flaschen? Ja, nee, haben wir noch nicht. Na gut. Ja, die Augen tun schon wieder weh. Ach Gott. So ist das manchmal dann hier einmal. Dankeschön. Die Rechnung. Jo. Mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Wir hätten zu einem Bach fahren können und dann hätten wir sagen können, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Aber das ist doch gar keine Mühle. Doch, wenn es klappert, ist es eine. Oh, mein Exemplar. Ja, nein. Nur der Motor. Es klappert der Mühle am rauschenden Bach. Klapp, klapp. Klapp, klapp, fährst du. Ja, nee, ich habe nämlich da gerade ein Auto draußen stehen, was ich gerade aufgeladen habe, vom Highway schon da missbraucht. Ach du Scheiße. Nee, das war, da wir waren gestern... Sie nicht den Innenraum angucken, das ist eine Katastrophe. Nee, ich will nicht schon wieder zu viele Informationen haben, bitte nein. Ich will nur an Spucke denken. Okay. So. Ja, diese Geschichte. Ja, diese. Oh, perfekt. Keine Ahnung, er hat gestern einfach angefangen zu klappern, nachdem wir vom Friseur kamen. Ja, manchmal fliegt ein Stein irgendwie von unten rein, das klappert dann oder es wird halt irgendwas locker. Aber es war kein Iltis. Was bitte? Es war nichts Lebendiges, oder? Nee. Nur ein Steinchen. Puh. Halb so wild. Na Gott sei Dank. Gestern ist die Tür abgeflogen. Das Fenster. Und das Fenster kaputt. Oh Gott. Und gestern noch ein Stein. Naja. Ja. Angriffslustiger Stein halt, ne? Aggressiver Stein, Backstein wahrscheinlich. Nee, Backstein. Oder so. Oh gut. Alles klar, dann ich muss erstmal nach draußen. Gerne. Ja, kein Problem. Dankeschön. Ja, schönen Abend euch noch. Vielen gleichfalls. Danke. So.
Wieder dieser Schänder, eh. Hör auf, an den zu denken. Ja, aber wenn er andauernd immer noch im Gespräch ist, ist das scheiße. Du bringst ihn immer ins Gespräch. Ich doch nicht, der Typ hat's gebracht. Nein. Wie heißt dieser Typ eigentlich gerade? Der Brünette da? Keine Ahnung. Der hat sich mir noch nicht vorgestellt. Hier der Mike hier, ne, der auch hier arbeitet, der will beim FD aufhören, sagt er. So. Hey. Jetzt aber. Meine Güte. Ich kann mal ein Diagramm reinlucken. Gute Idee. Bahn, Ferkel, Hirsch füttern? What? Okay. Oh, wie süß. Nur das Spanferkel eben nicht. Nee, der Hirsch schon, aber das Spanferkel ist lecker. Ja, das ist echt immer lecker. Wer auch immer anderen die Schranken an den Checkpoints zumacht, bekommt mal Hobbys, du Kind. Ja. Ja, genau. Fand ich gut. Ein Autofix wird von jetzt von gelb auf orange. Auch schön. Wenn wir uns offiziell vorstellen, vertrauen uns. Sitzt in Palito. Aha, okay. Da, wo wir gestern vorbeigefahren sind. Die scheinen wirklich lebendig zu sein. Hoffen wir es. Zu erkennen, an unserem kräftigen Orangestock zurzeit bieten wir nur Reparaturen an. Ah, immerhin, die haben angefangen. Das ist doch gut. Muss ja, ja, vor 8 Stunden muss heute gewesen sein. Gestern haben sie wahrscheinlich den Zuschlag bekommen und jetzt geht's da rund. Schön. Dann haben wir. Oh, guck mal, in Möbli, die Hausbar Globus ist wieder da. Ja. Okay, wollte ich nie haben, aber hey, ist wieder da. Ich meine, wenn du eine richtig schnieke Wohnung hast, so eine High-End, keine Ahnung, kannst du dir da ein Raucherzimmer hinstellen, kannst du dir deinen Globus dann hinpacken und packst du da dann dein Bourbon rein oder so. Bring ich alles nicht, aber $1,500 ist echt ein Schnapper. Happy Hour für Teppiche. Ja, endlich Teppiche. Ich wollte schon gar keinen kaufen. Ich habe überall Teppiche drin. Ja, eben. Hä, ja, wo siehst du das Happy Hour? Diagrammenwerbung. Ja, von Ben. Ja. Ed Ben. Ach, Ed Ben. Wo ist Ben? Gerade in Ben gelesen. Tactical Anton Ben. Ach, der. Ah, und Jules verkauft Apartment im Eclipse Tower. Ja. Da passt so ein Globus in. Und Teppiche wären auch noch möglich. Ja. Ja, doch. So unterm Esstisch. Ich will keine kalten Füße haben. Ohne Heizung. Ja, dann macht aber auch ein Teppich wieder keinen Sinn. Also ich kaufe ja keinen. So, das waren die neuesten Neuigkeiten. Das sind die Neuigkeiten aus Los Santos. HBO schreibt, ich weiß nicht so recht. Ach, das hat er auch auf Hashtag Werbung gemacht. Leute, hier ist doch was im Busch. Die Leute reisen nacheinander aus und eine Firma nach der anderen macht zu. Irgendwas ist doch nicht richtig. Will der auch ausreisen oder worauf ich hinaus? Ich habe keine Ahnung. Weil es muss sich etwas ändern, damit hat er recht. Ja, das stimmt schon. Wenn nicht das geändert wird oder angepasst werden kann oder wird, dann werden einige Leute nicht mehr hier sein, wie es derzeit auch schon der Fall ist. Aha.
ich weiß nicht, wovon die so wirklich reden. Also, ich auch nicht. Es muss irgendwas mit den Gewerben zu tun haben, glaube ich. Es werden Regeln gesetzt, die andererseits wieder nicht in Ordnung sind. Da man diese nicht richtig durchsetzt, durchführt. Was soll das? Bürgerfreiheit, Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit. Hm. Hört sich irgendwie so an, als wenn das DOC Hilfe braucht. Ja, aber deswegen werde ich jetzt trotzdem da nicht anfangen. Ja, dann fange ich lieber hier bei Bennys an, ehrlich gesagt. Um denen zu helfen. Naja. Hi, ich bin der Patty und ich bin auch dabei. Okay. Ich weiß nicht, was ich ihm von ihm halten soll, von Patty. Ich auch nicht. Er ist so an und für sich ein Lustiger, ne? Aber... Ja, aber... Ja, eben. Da fängt's an und hört's auf. Ich weiß auch nicht so. Alter, lässt du dein Auto nicht reparieren? Ach doch. Doch, 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 doch. Der ist gerade erst... Der ist hinter uns gerade erst hochgefahren. Aber das Auto, wie es aussieht, braucht definitiv ein paar Scheiben. Alles neu machen. Pass auf, naja, kommt er hier. Ach, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten mal Albany endlich in die Schrottgarre, an die Schrottmühle bringen. Gute Idee, ja. Dann haben wir was Sinnvolles zu tun. Stimmt. Und eventuell meinen Michelli auch, weil der fährt auch nicht mehr lange. Ja, klar, können wir machen. Gut, dann, Der Lack muss noch wahrscheinlich ein bisschen. Nee, müsste eigentlich jetzt langsam fertig sein. Dann fahren wir den mal eben rüber. Ja. Testen. Ein Trocken zu sein. Ja, super. Dann sehen wir uns gleich an der Garage. Genau. Den Schrottplatz. So. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Guck mal auf die Klappkarte, Bella. Das ist direkt bei uns in der Nähe, wo diese Red Lion Fabrik ist, direkt da drunter. Oder fahren wir einfach hinterher. Ja. Oder fahren wir einfach hinterher. Okay.
Irgendwie, Ding, das klappert aber auch, ey. Hast du alles raus? Ich guck gerade noch mal. Ja, da war nie was drin. Okay. Okay, sehr schön. So, dann gehst du hier zu dem Typen hin. Und sagst, hey, ich hab ja was. Genau, und sagst ihm nur noch, dass er das verschrotten soll. Und dann haut er es gleich in die Presse. Ja, du bist zu nah da, dass ich mit ihm reden könnte. Es ist nicht 175. Viel. Ja, ich habe auch nicht mehr bekommen von meinen beiden Sachen. Aber immerhin. Ja, eben. Müsstest dann nur dann die Schlüssel wieder noch wegschmeißen, weil die entsorgt er nicht. Ach ja, stimmt. Hat sie gesagt gehabt. Und irgendwo hinlegen, wo man sie sieht. Ja, oder schmeiß sie ein. Also wirf sie einfach weg. Ja, ich habe die am Schlüsselbund. Ach so. Ja. Ja, gut. Albany. Okay. Guck, das hast gehört, das hat Klirr gemacht. Jetzt ist er weg. Ja. Jetzt ist er nur noch ein Haufen Klump. Ach Mensch. Mit der Tablet-App, das dauert ein Momentchen, bis das wieder von deinem Telefon weg ist oder von deinem Tablet. Aber dann hast du wieder Platz. Ja, nur es ist ein Auto, mit dem ich überhaupt gar nicht mehr fahre. Ich glaube, ich bin ein paar Tage nur damit gefahren und dann habe ich ja von Chan direkt das Ding gekriegt. Die Michelli. Ja. Ich habe auch nur noch vom Anfang den Stratum. Das Redbike und den Dune Loader habe ich habe ich auch pressen lassen. So. Ja. Willst du denn die Michelin auch noch weghauen? Hä? Ella? Er sagt mir nicht, dass du schnell auf Klo musstest. Bella! Manu! Bella.
wieder schwindelig geworden. Ich glaube, ich wollte schlafen gehen. Nein, schlimm. Okay. Dann fahren wir mal nach Hause. Jetzt. Klappert der nur für mich oder für dich auch? Nö, alles gut. Okay, super. Also ich habe aufgepasst, diesmal ist es kein Steinchen, auch kein Iltis. Ja, alles gut, dann ist das halt nur in meinem Ohr gerade so. Okay. Was? Dann wird es wirklich Zeit für dich ins Bett. Ja, ich glaube, es ist wirklich Schlafenszeit. Ich hoffe, Henry ist noch morgen da, dann könnt ihr morgen noch diese Motorradprüfung noch machen. Ich denke. Gut. Ansonsten kriegt er nicht seinen nächsten Rang. Das stimmt. Dann ist er über James, ne? Ja. Was soll man da sagen, ist, ne? Wer nicht da ist, ne? Hat Pech. Achtung, da läuft einer. Oh Gott. Dem geht's schon eh nicht gut. Oh Mann, oh Mann. Der sieht betrunken aus. Der sieht... ja. Oh je. Oh Gott, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Sexy and I know it. Die Telefon, das... ja, sturzbesoffen und das und zu so früher Stunde und dann so was. Ja. Und dann noch so ein Klingelton. Wow. Geil. Ich würde sagen, läuft. Ja, aber nicht schnell. Nee, wer weiß von wo der kommt. Komm schon. Ja. Weg mit dem Auto für heute. Ich muss dringend schlafen gehen. Ich sehe komische Sachen oder auch nicht. Hast du getrunken, Bella? Gib's zu. Nein. Ich hab eben noch Wasser gekippt, ey. Oh Mann. Aber wenn du noch irgendwie was unternehmen willst, alles gut, ne? Ach, ganz ehrlich, ich habe alles für die DMV heute erledigt, was ich machen wollte. Wenn jetzt noch einer gekommen wäre mit dem Führerschein, okay, hätte ich auch gemacht. Aber alleine im Dienst zu sein, ist blöd. Ja. Ja, wenn wir keine Leute haben. Wir hatten gerade Leute gehabt und jetzt sind sie alle wieder weg. Ja. Und es ist irgendwie so schwer, Leute hier zu kriegen. Ja. Aber ich glaube, das hat auch viel mit dem Gewerbe zu tun. Dass sehr viele Leute halt im Gewerbe tätig sein müssen, damit alles läuft. Mhm. Und damit sind sie so eingebunden. Mhm. Ja, weil Double C hat auch erzählt, er sagt das mit dem Friseur jetzt ab, weil er hilft lieber bei dem Bauernhof. Mhm. Weil das ist momentan 24-Stunden-Job. Ja, natürlich, klar. Ja, das klingt schon so, als hättest du keine Zeit, dann auch Taxi zu fahren, ne? Wenn du Bock hättest. Nee, hätte er nicht. Hm. Also keine Zeit, also passt alles vorne und hinten nicht. Nee, ist ja richtig. Puh. Wir müssen wirklich eine Kampagne starten. Wir suchen Leute. Ja, ich muss mir da noch, muss noch mal ein paar tolle Bilder machen oder sowas. Irgendwas, was auffällt. Mhm. Benita, bei Sonnenuntergang ist schön, aber Benita fällt da nicht wirklich auf. Weißt du, weil der Sonnenuntergang schon bunt ist? Ja, also weil der Sand halt auch so orange dann ist, ne? Ja, schon klar.
Vielleicht mal ans blaue Wasser stellen oder irgendwie sowas. Oder ins Grüne. Grün ist ja nicht so sehr drauf. Ja, irgendwie. Oder halt völlig andere Sachen, dass wir ein Auto vielleicht, ein Taxi vielleicht schon umlackieren. Ja. Stimmt. Ach stimmt, das wollte ich noch machen. Aktionen. Das machen wir am besten, wenn Danny da ist. Aktionen für das Taxi. Weil er hatte erzählt gehabt, als ich nicht da war, habt ihr auch mal irgendwie Freifahrt gemacht. Ja, wir wollten Samstag das machen. Mhm. Nur Henry hat davon irgendwie nicht so wirklich was mitbekommen und hat dann trotzdem abkassiert. Ja, der kriegt öfter mal was nicht mit. Das wäre auch schon aufgefallen. Ich nehme es aber auch ein bisschen auf meine Kappe. Wir haben es ihm nicht wirklich gesagt. Ja, aber er kriegt trotzdem einiges manchmal nicht mit. Aber ist nicht böse gemeint. Nee, ich weiß. Seine Aufmerksamkeit liegt halt auf einen anderen Punkt dann in dem Moment. Mhm. Aber solche Aktionen, das sollten wir sammeln. So ein paar Ideen, dass wir darauf mal zurückgreifen können. Ja, definitiv. Marco. Hallo. Mann, ey. Immer dieses... Dicke Luft hier. Ja. Ah, hier oben ist, ja, man merkt, oben ist die Luft dünner. Ja. Okay, dann können wir da vielleicht nächste Woche, wenn Danny wieder da ist, ein paar Themen sammeln. Ja. Was wir machen können. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir definitiv das Taxi zumindest in den Fokus jetzt stellen, weil DMV läuft. Läuft. Halbwegs. Es sind ja nicht viele Schüler da. Nee. Das kriegen wir dann abgedeckt. Von daher, also wir müssen mehr gucken, dass wir die Leute zum Taxi halt ziehen. Ja. Genau. Und wenn die das nur stundenweise machen, reicht ja. So als Nebenjob. Ja, klar. Das würde schon vollkommen ausreichen. Gut, dann erstmal eine gute Nacht. Ja, dir auch. Bis morgen. Na denn, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao. So. Tasche rein. Wieder rein, zack und zack. Ach, das mit dem Müll hatte ich jetzt vergessen. Egal. So. So. Na denn. Heute ist wieder Feierabend. Und dann noch. So. Oh, die Schuhe hatte ich. Ach so, deswegen. So. Naja. Trotzdem war es heute ein produktiver Tag.